Hallo Leute, heute ist der 1. Mai, das heißt, wir haben ein bisschen Stress langsam, dass wir fertig werden mit diesen Videos, wenn dann tatsächlich das letzte Kapitel am 11. Mai rauskommen soll, damit wir das auch zeitgerecht gleich hinterher recorden können. Und ich hatte in Sachen Telefonnummer schon eine ziemlich gute Idee. Okay, ich muss dir genau sagen, welche du nehmen sollst. Denn wir haben ja einen Master Key. Fladern hier mal kurz Martins Post. Und das ist seine Telefonrechnung. Hoffe ich mal. Phone Bill, na bitte. Und jetzt haben wir seine Nummer. It has his number on it. Perfekt. Und damit können wir ihn jetzt in unsere schlummerliche Gasfalle tappen lassen. Was dann soweit alles ist, was uns noch fehlt, um in den ersten Traum einzusteigen. So, das heißt, hier ist Martin, wir werden jetzt mal anrufen und dann müssen wir feststellen, ob er in der Nummer 9 oder in der Nummer 6 erscheint. Und je nachdem müssen wir dann das Gas adjustieren. Okay. Nummer 6. It's Victor Neffigan. Hey Victor. What can I do for you? Sorry, I've got to go. Ein kurzer Weirdo-Anruf. Okay. So sehr wie das Spiel am Ruckeln ist während dieser Sequenz, weiß ich jetzt schon, dass ich nachher im Video bearbeiten. Oh, er stand schon auf der Nummer 6. Perfekt. Dass ich nachher in der Videobearbeitung einiges rumdoktern muss, damit die Audiospur und das Bild wieder zusammenpassen. Weil generell diese kleinen Husterer in der Framerate, so ganz kleine Framerate-Drops, das überspringt die Recording-Software immer mal ganz gerne und dann ist das Video irgendwie wesentlich kürzer, als es sein sollte. Could you hold on a second? Just stop by if you need help with anything. Ja, das werden wir tun, aber du wirst es nicht mitkriegen. Das ist noch immer ein absolut grindiges Geräusch. Okay. Perfekt. Gut. Es ist nicht ganz die feine englische Art, aber es bringt uns voran. So. Ich habe mir übrigens außer die Sache mit dem, wo ich die Telefonnummer herkriege und dann einen Testanruf, habe ich sonst nichts gemacht zwischen den Recordings. Also alles, was jetzt im Traum auf uns zukommt, ist auch für mich neu. Music is playing. Das ist schön. Schauen wir uns hier mal Futuristic Cityscape, schauen wir uns hier mal alles an. Weil das könnten alles potenzielle Hinweise für die Traumwelt sein. Okay, Sports Cap, Jacket, Windbreaker Jacket. Das war das Gitter, durch das wir dich ausgenockt haben. Okay, wir kommen scheinbar nicht in einen anderen Teil der Wohnung. Vintage Poster. Da können wir uns mit dem Radio spielen. Das scheint extrem nutzlos zu sein, aber okay. Advertising and Communication.
Graphic Design, okay. It's a game about skateboarding. Okay. Und dein Teleskop, mit dem du dir andere Küchen anschaust? Nein. Aber wir können uns scheinbar nirgendwo anders hinrichten, also okay. Interessant, aber jetzt dann auch nicht so aufschlussreich. Na gut, dann hauen wir uns mal in deinen Traum und schauen, wie das da drin aussieht. Das ist nach wie vor ein extrem cooler Effekt. Bis auf das seltsame Geschrei. Okay. What is this place? I better find Mr. Willard. He might help me locate the tentacle. Okay, also hier in diesem Zittern in der Mitte sehen wir, wir können jederzeit raus, wenn wir wollen. Da ist gerade irgendein kleines Vieh verschwunden. Okay, hin und wieder gibt es ein paar Unregelmäßigkeiten. Gehen wir mal auf eine von denen zu. Okay, da hirscht irgendwas auf dem Boden herum. Ha! Okay. Okay. Ja, da ihr leider meinen Mauszeiger nicht sehen könnt, also wenn ihr euch immer wundert, wenn ich ein paar Sekunden still bin und irgendwie auch nichts erscheint, dann ist es nur, weil ich gerade den ganzen Bildschirm abfahre nach irgendwas, was auf meinen Mauszeiger reagiert. Aber hier ist wirklich nichts außer dem unteren Teil. Look into the abyss. Okay, und auch hier ist nichts außer der Abyss. It's quite a drop, quite a drop, quite a drop, quite a drop. Okay. Dann reden wir mal mit unserem Echo. Okay, super creepy Hintergrundmusik. Tracking, flecking some blue. That's not what I said. Who are you? They call us Legion. Okay. For we are many. Ein gutes altes Bibelzitat. What are you doing down there? Find out for yourself. How? Join us. Ah, okay. Nein. Are you trying to get me to jump? No? Good. Why would I want to join you? We have something you need. Then how do I join you? Just repeat after us. What do you want me to say? I'm thoughtless in my remarks. I am thoughtless in my remarks. I am insignificant. I am insignificant. I'm easily replaced. Da hat jemand kein hohes Selbstwertgefühl. I like to be told what to do. Okay, wie lange geht dieses Spielchen? I am a worthless human being. Holy shit. I wish to be part of something greater than myself. I wish to be part of something greater than myself. Sind das Hinweise zu einem Rätsel? That's it.
I wish to be part of something greater than myself. Oh. Okay. Absonderliche Zeichen. Lass mich mal meinen Block rauskramen und dann zeichnen wir das kurz ab. Dim, 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 dim. Irgendein Schmierpapier, das ich gerade nicht brauche. Hey, Telefonrechnung. Okay, also das ist unten links und dann drei Blöcke in so einem L. Und es ist zwei Blöcke und dann ein Block Abstand und dann nochmal zwei Blöcke. Gut, das ist absolut windschief. Wieso kann ich mal einfache geometrische Formen zeichnen? Das ist ja lächerlich. Okay. Gut. Hier vorne, gerade vor uns, sehen wir auch einen Spalt. Ich nehme an, wenn ich mich einer Wand nähere und die Wände abgehe, ja, okay. Gibt es in mehreren Richtungen so eine Tür. Hallo. Okay, hier ist nichts. Hier huscht aber nach wie vor was über den Boden, oder? Ich bilde mir das nicht ein. Hier ist unter uns zum Beispiel. Aus Spartans. Ja, also wir regeln auf jeden Fall nicht drauf. Gut. Das sind einige von den Symbolen, aber sind auch die dabei, die ich brauche. Hier rechts wäre eines, wenn wir sagen, wir ignorieren die Leerstelle dazwischen. Nein, warte, schau in die falsche Richtung. Nein, noch weiter rechts ist eins, das passen würde. Okay, das andere sehe ich auf die Schnelle nicht, aber ich sehe vor allem auch keine Möglichkeit, mit den Dingern zu interagieren. Okay, gehen wir mal die ganzen Wände ab. Okay. Und das wird jetzt wohl, okay, auf genau diese Dinger zeigen. Gut. Hier hätten wir mal das. Das wäre das linke. Okay, das ist das linke Symbol, aber ich komme nicht hin. Interessant. Okay, das heißt, müssen wir das linke Teleskop auf das rechte Symbol und vice versa zielen? Weil ich nehme mal an, im anderen Raum ist auch so ein Teil. Du bist dieses Symbol, nur du hast kein quasi Zwischending. Ha, hier gäbe es nochmal das linke Symbol. Und hier gibt es nochmal das richtige, quasi mit einem Abstand. Wie weit nach rechts kann ich hier eigentlich gehen? Ziemlich weit, okay. Gut, das ist das linke Teleskop, deswegen bleiben wir auch mal beim linken Symbol. So, und wenn ich jetzt hier gegenüber reingehe. Tatsache. Okay, da wäre das, aber das hat halt keinen Abstand dazwischen. Und da wäre das. Schauen wir mal, ob das irgendwas auslöst im mittleren Raum. Nicht wirklich. Oh. Interessant, aber nicht wirklich hilfreich. Okay, dann wechseln wir mal. Weil vielleicht bezieht sich das links-rechts ja nicht auf die Symbole, sondern auf die Teleskope.
Nein, Blödsinn, umgekehrt. Ja, hier schauen wir jetzt quer drüber, das heißt, wir wollen das rechte Symbol, obwohl es das linke Teleskop ist. Und beim anderen wollen wir das linke Symbol, obwohl es das rechts stehende Teleskop ist. Weil wir über den Mittelbalken quasi hinausschauen. Oder vielleicht gibt es auch einfach keinen guten Grund, wieso das verdreht ist. Who knows? Pam. Das ist dem noch immer ziemlich egal. It's colored differently now. Vielleicht auch nicht. Hi. The cube seems to pivot around the hole in its center. Turn cube. Okay. Aber okay, also der Strahl, der da gefangen wird, geht nach oben, nicht nach vorne, weil sonst könnten wir hier durchsteigen. Okay. Und das bringt uns jetzt was genau? Oh. Am I still in the same place? There are triangular indentations on both sides of the hole. Okay, ich habe kein Inventar, aber irgendwas, was ich hier vielleicht reinlegen kann. Mit einer dreieckigen Seite. Okay. It's a wedge-shaped mirror. It's an elongated prism. Das ist alles schön und gut. Nicht ganz sicher, wie ich ans Linke kommen soll, aber ich nehme mal an, ich kann die Dinger hier irgendwo draufstellen und dann was aus dem Lichtstrahl machen. Wenn ich sag, Prism Rod. Nein, nicht with yourself, sondern mit dem hier. Okay. Tja, das war fucking nutzlos. Aha. Okay. The prism seems to be stuck. Wer hätte das kommen sehen? Pickup futuristic gun. Gut. Ich meine, wird das hier generell ein Puzzle mit Nothing happened. Okay, mit Strahlen manipulieren und sonstigem Zeug? Scheinbar nicht. Okay. Kann ich die sonst noch irgendwo hindrehen? Ich meine, ich kann dich einfach mal für die Lulz, nehme ich an, hier durchscheinen lassen.
Okay. Was ist, wenn ich auf mich selber schieße? Oh. It looks like the stuff I'm carrying scaled as well. Okay. Stuff I'm carrying gets scaled as well. Also wenn ich klein werde, werden auch die Sachen in meinem Inventar dementsprechend kleiner. Und sie werden dann auch wieder mit mir größer. Lustig, da fällt dieser Strahl nach mir durch. I'm afraid I can't let you have that device, Mr. Neff. My assistant might need it on his errands. Are you the Dream Machine? Yes. Oh, hi. Why don't you try and take it from me? Uncur? Uncur. Oh shit, ich weiß, was wir machen. Okay. Ich hoffe, das soll einfach wirklich nur die Decke sein. Wenn ich mir jetzt klein mache. Okay. Cool. Ah, fuck me. Okay. Stellen wir uns mal an den Cube ran. Don't squish. Oh, shit me. The cube stopped the ceiling from crushing me. Okay, also müssen wir jetzt wohl durch diesen Raum in dieser Größe durch. That shouldn't be possible. Warte mal. Hätte ich den Cube nicht gedreht, hätte dann die Decke ihn runtergedrückt? Das ist eine interessante Frage für ein anderes Playthrough. Once I have the last piece, I'll come to you instead. Das ist wirklich interessant. Okay, also können wir uns jetzt hier auch wieder groß machen? Wir können uns hier auch wieder groß machen. Und die Decke scheint auch nicht runterzufallen. Okay, cool. Okay, das ist wieder dieser Prism-Raum. Der untere Raum scheint jetzt irgendwie weg zu sein. Das ist noch immer da. Aber was macht das? Außer nix. Indentation. Okay. Wir können nicht das Loch zum Schrumpfen bringen. Schlumpfen bringen? Moment. Wenn wir klein werden, wird das Zeug in unserem Inventar auch klein. Wir sind außerdem schon bei 24 Minuten, wir sollten langsam fertig werden. Aber probieren wir das noch bitte mal aus. Wenn wir klein werden, wird das Zeug in unserem Inventar auch klein. Wir brauchen was Großes, was wir auf der linken Seite einlegen können. Okay, watch this. Wir legen das da rein. Machen uns klein. Heben das auf. Jetzt ist es riesig. Hoffe ich. Ohohohoho. Prism Rod. Nice. Okay, cool. Groß genug, um es hier reinzulegen. Nice.
Dann nehmen wir dich wieder mit. Hätte mich jetzt doch sehr interessiert, wie genau er das wieder hochgehoben hat, ohne sich entweder alles im Kreuz zu reißen oder nach vorne in den Abyss zu fallen. Aber okay. Dieses Prism Rod können wir größer oder kleiner machen, je nachdem, wie wir es brauchen. Und wir haben ein zweites Prisma, das wir vermutlich jetzt dann hier einsetzen können. Und damit irgendwas machen können, ja. There's a narrow gap between the walls. Okay, aber eine Gap, die ich auch. Oh Gott, ich weiß, wir wollten Schluss machen. Sorry, ich wollte eigentlich Dream Machine Videos nur noch ungefähr 20 Minuten lang machen. A narrow gap. Ja, sorry, natürlich. Derp. Narrow gap. Oh, hallo. What the fuck? Okay. Können wir uns hier wieder groß machen? I don't need to shoot the passage. Nein, dich. Passage is too tight. Okay, Monitore mit sehr vielen Augen und wir haben einen zumindest mehr oder weniger steuerbaren Laser. Das würde doch wohl bedeuten, dass wir diese Augen irgendwie blenden sollen. Können wir das da reinsetzen vielleicht? That doesn't seem to work. Nein, nicht mit Cube, mit Gap. Okay, geht nicht. Ha. Interessant, wir kommen aber auf jeden Fall woanders hin, wenn wir uns klein machen. Die Frage ist. Und das ist wirklich das Letzte, was wir jetzt noch machen. Ja, okay. Gut, das heißt, je nachdem, ob wir klein oder groß sind, erreichen wir andere Teile dieser Räume. Okay, cool. Das heißt, wir wissen, was wir das nächste Mal machen, nämlich hier in diese Ecke schauen, schauen, was dort passiert. Wir können natürlich auch den Laser noch dorthin dirigieren, wenn dort was ist, was wir vielleicht rösten und/oder blenden müssen. Aber irgendwie, ja, eine Halle voller Augenfernseher sieht schon ziemlich nach einem guten Ziel für einen Laser aus. Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht sind es freundliche Augen, vielleicht will ich sie nicht blenden und rösten und auslöschen, aber wie hoch sind die Chancen? Gut, das schauen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal an. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Ciao, Leute.